Als ich angefangen habe, war es schon noch diese klassische Beraterwoche, so 4 Tage beim Kunden vor Ort und einen Tag war man dann entweder im Büro oder im Homeoffice. Also Homeoffice gab es bei uns eh schon immer. Mittlerweile ist es total flexibel und richtet sich halt auch total nach den Bedürfnissen und Wünschen unseres Kunden. Es gibt Projekte, da macht es halt auch gerade aus Nachhaltigkeitsperspektive mittlerweile gar keinen Sinn mehr, dass wir da halt anreisen. Wenn es darum geht, wirklich interaktive Gespräche zu haben, Workshops zu führen, das ist digital schon möglich, aber es ist einfach was anderes. Und da macht es einfach total viel Sinn, auch mit dem Kunden vor Ort zu arbeiten. Ich wüsste nicht, ob ich mittlerweile noch diese 4-5 Tage unterwegs jede Woche so cool finde. Bin eigentlich ganz froh, dass es mittlerweile nicht mehr ganz so viel ist, dass ich vielleicht mal 2 oder 3 Tage die Woche unterwegs bin oder mal eine Woche und dann wieder eine Woche zu Hause. Klar, der Standortwechsel bringt häufig schon auch nochmal eine andere Perspektive. Es kommt dazu, dass wir halt ja in verschiedenen Standorten ja auch Büros haben, wo man dann nochmal andere Kollegen trifft. Macht schon Spaß irgendwie. Letzte Woche war ich 2 Tage in Köln, 1 Tag in Münster, jetzt diese Woche in Hamburg. So, man kommt schon rum und sieht auf jeden Fall viel von Deutschland. Ja. Ich wollte schon immer ausbrechen und was Neues sehen, was Neues erleben. Ich wohne jetzt zwar eine halbe Stunde weg von wo ich groß geworden bin, aber in der Zwischenzeit habe ich doch ganz, ganz viele Orte auf der Welt bereist. Ich möchte halt nicht Tag ein, Tag aus das Gleiche erleben. Und dieser Standortwechsel und eine andere Stadt, das gibt mir einfach wieder neue Eindrücke und Impulse.